Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, hallöchen Freunde. Wir gucken jetzt mal in dem Jahr zurück. Was waren eigentlich so die Haupthighlights und was habe ich so überhaupt erstmal auch gesehen? Ja, wir haben hier den Windpark Niederheide. Ich war am 18. Februar das erste Mal dieses Jahr dort und das erste Mal dieses Jahr. Nicht das erste Mal insgesamt, ne? Also nicht verwechseln. Das erste Mal dieses Jahr, 23, war ich dort im Februar. Da hatten die Anlagen beinahe Volllast. Es war ziemlich windig. Es ging ein Sturmtief über Deutschland. In der Tat. Und da sieht man es auch an der E101. Die kommt gar nicht mehr zum Stillstand. Die rast nur so vor sich hin. Ja. Da sieht man es, ne? Und von daher, ja. Weiter ging es, das war noch an einem Wochenende anscheinend. Weiter ging es einen Tag später. Da war ich dann da oben auf dem Wiehenturm mal wieder. Ja, da sieht man Windpark Niederheide. Erstmal da hinten Windpark Brockhausen. Da sieht man die Vestas V90. Weiter links könnt ihr auch noch die E115 und die Nordex N117 entdecken. Ja, noch dahinter seht ihr dann den Windpark Bomte, 6x Enercon E70. Und dahinter wurden schon zu der Zeit die Fundamente errichtet für 10 weitere Nordex N149, 125 Meter Nabenhöhe. Ja, 5,7 Megawatt pro Anlage. No? Da kann man es sehen. Da sieht man auch Windpark Niederheide. Das sind die 5 E101er, bei denen ich einen Tag vorher schon gewesen bin. Da sieht man 2 und vorhin hat man die anderen 3 auch gesehen. Ja, ne, da stehen auch die anderen 3. Da hinten ist der Stemweder Berg und all das. Und ja, da war ich halt, wie gesagt, auf dem Wiehenturm, einem Aussichtsturm im Wald in Preußisch-Oldendorf. Und ja, da musste man erst die Bergstraße darauf, die quer durch den Wald sich schlängelt. Wenn der Wald sich dann wieder öffnet, kommt ein Parkplatz. Da konnte ich mich hinstellen und kurz mal parken und so. Ja, und dann durch den Wald spazieren gehen halt, ne? Wie das so ist. Ja, ich habe ein bisschen verwackelt, sorry. Sorry nochmal dafür. Ich habe mich auf dem Turm halt bewegt und nach links und rechts geguckt und dies und das, ob ich irgendwas entdecke, was ich euch hätte zeigen wollen. Ja, gehen wir mal weiter. Denn dann, ja, ich mache euch das Verwackeln mal aus, so. Denn dann ging es weiter. Und zwar Eiswurf. Ja. Eiswurf. Hier am 11.3. Da seht ihr es. Ja. Ne? Ich habe hier nochmal den Eiswurf zusammengefasst. Das ist das zusammengefasste Video, wo man fast nur Eiswurf hätte sehen sollen. Na, man fast nur hätte Eiswurf sehen sollen und sonst nix. Ich wollte halt ein kurzes Video davon, damit man genau erkennt, wo das Eis gefallen ist, ob man es überhaupt erkennt. Na, das Eis und den Schnee auf den Blättern sieht man und ja, na, von daher, na. Da fällt was. Seht ihr? Da fällt was. Seht ihr? Ja, da fiel etwas. Da sieht man's. Ja, da. Und zwar
Jetzt! Da fällt das Eis runter und der Schnee. Und im Hintergrund könnt ihr noch sehen, wie eine Familie da ihre zwei Kinder mit dem Auto auf dem Schlitten zieht. Ja. Na, von daher, da seht ihr das nochmal. Ja. Da, schon wieder. Da fiel Eis runter. Und zwar jetzt. Da, seht ihr? Ja, also von daher, da habe ich den Eiswurf nochmal so grob zusammengefasst. Hier, das ist das eigentliche Video gewesen. Na, wo ich auch darauf hingewiesen habe, wann da Eis runterfällt. Ja. Da kann man nochmal Windpark Brockhausen komplett sehen. Links, das sind die drei E115, davor die vier Vestas und rechts, das sind die zwei Nordex. Ja. Na, da habe ich nochmal die Schneelandschaft gezeigt und all das ist doch echt schön so, ne? Da haben wir es, Brockhausen, da schreibe ich es auch nochmal, damit man weiß, welchen Windpark man da vor sich hat. Hier ist wieder Windpark Niederheide, in dem Windpark bin ich gerade. An Anlage 5 stehe ich. Ja. Na, da sieht man nochmal den Eisansatz schön an den Rotorblättern gut zu erkennen. Ja, man sieht es richtig. Das ist wahr. Ja, man, aber trotz des Eisansatzes haben sie sich gedreht. War wohl doch nicht allzu viel Eis. Also zu der Zeit. Ja. Wenn man... Da! Jetzt! Habt ihr das gesehen? Habt ihr den Eisrutscher gesehen? Ich fliege mit der Drohne weiter um die Anlage rum. Und dann... Jetzt. Jetzt. Ja, jetzt. Da ist doch gerade irgendwo Eis gerutscht. Ja, jetzt. Wieder. Habt ihr gesehen? Nochmal 10 Sekunden zurück. So, ihr seht, da kommt ein Rotorblatt uns entgegen, das welches gerade runterdreht, zum Turm runter. Und jetzt achtet mal, seht ihr das? Da reißt Schnee ab. Schnee und Eis reißen ab. Seht ihr? Da, seht ihr das? Seht ihr das? Und jetzt ist es weg. Habt ihr gesehen? Ja, Eis fällt tatsächlich runter. Immer wenn sich die Rotorblätter in Richtung Sonne drehen, das heißt, wenn da, wo das Eis ist, die Sonne hinkommt, erwärmt es sich ein wenig und dann fällt es runter mit der Zeit, weil es schmilzt und irgendwann ist es so rutschig durch das Wasser da oben, da flutscht es einfach ab. Weiter rechts seht ihr die Nordex N43. Da jetzt Schnee liegt, beziehungsweise da damals Schnee gelegen hat, kann man sie gut erkennen. Auf dem dunklen Hintergrund da, das ist das Wienengebirge, wollte ich nur mal sagen, der Wald, ne? Ja, da seht ihr es eindeutig. Das sind zwei Nordex N43, die sich da hinten auch fleißig drehen. Und ja, das sind halt die in Preußisch-Oldendorf, ne? Und ja, da sieht man sie halt, ne? Da kann man auch so ein bisschen in die Ortschaften, wenn man da so zu den Nordex N43 schaut, da kann man auch so ein bisschen in die Ortschaft reinschauen. Ortschaft Schröttinghausen von Preußisch-Oldendorf, Ortsteil Schröttinghausen. Da kann man es eindeutig sehen. Und auch hier weiter vorne ein wenig vom Ortsteil Gettmold, aber viel mehr Schröttinghausen. Ja, ne? Da seht ihr es. Da kann man die Ortschaft Schröttinghausen gut sehen. Da hinten. Ja. Wenn man weiß halt, was das für eine Ortschaft da ist. Und da sieht man auch die Nordex N43.
Und ja, ne. Und von daher, jetzt wird jeden Moment wieder Eis runterfallen, glaube ich. Wir lassen es einfach mal. Ja, da. Schon wieder fällt Eis runter. Achtung, jetzt. Seht ihr? Habt ihr es gesehen? Seht ihr? Da. Ich verfolge es mit der Kamera, soweit ich kann. Seht ihr? Da fällt es. Ey, das ist doch echt ein Highlight, oder? Ich meine, wer traut sich denn sowas? Unter ein Windrad, das Eis abwirft, traut sich nicht jeder. Nee, nicht jeder, würde ich mal sagen, ne? So, wie ging's dann weiter? Ja. Na, ich zeige euch jetzt hier mal grob, wie es weiter ging. Dann waren wir halt auch noch in Kellenhusen, ne? Wir fuhren in Urlaub nach Kellenhusen etc. Da war ich schon am 19. Mai. Ja, da sehen wir es. Da waren wir bei den Siemens, die auch ein bisschen Rotorblattschmiere haben. Also das kann man gut sehen hier. Seht ihr, wie schwarz das Rotorblatt ist? Ich wette, da ist Öl ausgelaufen. Eindeutig. Das sieht eindeutig danach aus. Seht ihr das? An dem untersten Rotorblatt, das gerade hochkommt. Seht ihr das? Da, voll der Ölschmierfilm. Also, das ist ja mal, ey, Siemens, was macht ihr da für einen Scheiß? Ja, aber Siemens Gamesa, die wollen ja eh nicht mehr. Die wollen ja aus der Windbranche aussteigen. Da wird es eh bald keine Siemens mehr geben. Da stellt sich nur die Frage, wer übernimmt dann die Wartungsarbeiten an den Siemens, wenn mal irgendwas ist, wer übernimmt die Wartungsarbeiten, stellt sich dann halt nur noch die Frage, ne? Ja, dann war ich auch noch hier, vorher war ich an denen hier, beziehungsweise, ja, MM92. Ah nee, da war ich nicht vorher, das ist schon noch weiter. Das ist am 2. Juli gewesen. Ja, da war es auch ziemlich windig im Sommer. Und da sieht man's. Ne? Auch die Drohne hatte Schwierigkeiten, weil es so windig war an dem Tag. Da schreibe ich es auch nochmal. Der Wind war so heftig, dass es die Drohne nicht nach vorne vor die Narbe schaffte. Ja, der Wind hat die Drohne immer wieder hinten gehalten. Ich habe ja versucht, gegen den Wind zu lenken, aber es hat nichts gebracht. Ich konnte die Anlage nicht von vorne sehen. Ich konnte sie nur von der Seite und von hinten sehen. Der Wind war einfach zu heftig. Ich bin nicht gegen den Wind gekommen. So starker Wind war. Doch im Hintergrund die Nordex, warum auch immer sie stillsteht. Dabei ist so ein immenser Wind. Ja, im Hintergrund seht ihr zweimal die 3,2 M114 mit 93 Meter. Da seht ihr sie. Ja, die hatten ordentlich Zahn drauf, die Maschinchen. Ja, aber wir waren ja auch noch bei den 3,4 M114. Das war Siemens. Das war hier. Ja, genau, das war hier. Das war auch noch am 19.05. Am 19. Mai waren wir vorher hier. Danach waren wir erst bei den Siemens. Ihr seht das. Senvion 3,4 M114 sind das. Und ja, ihr seht das also nochmal. Die gigantischen Rotorblätter. Da sind die Siemens, bei denen wir danach waren. Also, wir sind von den Senvion zu den Siemens gefahren. Ja. Na, also von daher, ja, so war das. Da haben wir uns nochmal die Siemens angeschaut. 6 Stück. Ja, da sieht man 4. Da sind die letzten 2. 6 Stück insgesamt, wie gesagt. Ja, von daher, ne? Und da kann man auch noch mal
den anderen Windpark sehen. Mann, sind das viele. Ja, geil, so viele. Es sind trotzdem immer noch zu wenig. Es könnten noch mehr sein, auch wenn es schon viele Dinger sind. Aber es könnten noch mehr sein. Ja, ne, also von daher, das sieht man's. Ja, ne, und da hat man hier nochmal die Senveion, ne. Da hat man nochmal den anderen riesen Gigantor Windpark. Ich würde sagen, da rechts haben wir zwei E92, so wie das aussieht. Enercon E92, zwei Stück oder was. Ich wette, das ist der eine Windpark, in dem Windenergie OWL schon mal drin war. Grüße gehen raus an Windenergie OWL. Hallöchen. Ich wette, das ist der Windpark, in dem du warst. Hier stehen zwei Enercon E92, wenn ich das richtig sehe. Und dahinter dann Vestas oder ein Bonus oder was weiß ich. Ne? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Windenergie OWL, aber da hinten stehen 5 Senveion M114 3,4 Megawatt und dahinter noch 6 Siemens 113 3,2 Megawatt. Also an denen war jeweils ich. Ja, schon im Sommer mehr so, ne? Also im Frühling ja quasi, aber es war ja noch nicht Sommer, aber von den Temperaturen war es Sommer und vom Wetter. Wetter und Temperaturen waren schon sommerlich, also das kann man nicht anders sagen. Seht ihr ja, ne? Es war ziemlich trocken, ziemlich cooles Wetter. Man konnte gut mit der Drohne steigen und ja. Na, jetzt seht ihr mal, die Senveion-Rotorblätter, die sind so ein bisschen anders gebogen. Die biegen sich nach vorne. Habt ihr eben gesehen? Ja, da seht ihr es nochmal. Ich umfliege jetzt die Senveion jeden Moment. Und dann könnt ihr sehen. Da. Seht ihr? Die Flügel. Je weiter die nach außen gehen, die Rotorblätter, desto weiter biegen die sich vom Turm weg. Seht ihr das? Ja, die sind nochmal ein bisschen anders gebogen. Sehr cool irgendwie. Ja, aber der Wind war ja auch nicht gerade stark. Also, es war eher schwacher Wind so, ne? Sieht man ja, sonst hätten sie sich ja viel, viel schneller gedreht noch. Ja, kommen wir mal zum nächsten. Ich war auch in, an einer Lagerway LW10 hier, da seht ihr sie. Da seht ihr sie nochmal aus der Luft. Ja, auch krass. Endlich war ich mal da. In Petershagen. Irgendwas fällt mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht ein. Ja, auf jeden Fall, ja, ne? Da hinten sind die E53. Na, da ist sie wieder, die Lagerway LW10 ist das, ja, von daher, ne, hat jetzt nicht sonderlich große Rotorblätter, ist ja auch nur eine kleine Anlage im Prinzip, und, boah, die Narbe sieht so dreieckig aus, eigenartig, was, ja. Also von daher, da war ich halt auch bei der Lagerway LW10, ne, war ich halt auch, da seht ihr sie, ja, ne, dann war ich halt im April, war ich auch in Schöppingen, genau hier, die neue V136 steht dort auf LDST und 2 Giganten 162 Enventus stehen auf Max-Bögel-Turm. Ja, da seht ihr sie. Das sind die Max-Bögel-Türme hier vor mir. Die stehen schon so zur Hälfte ungefähr oder was. Oder sogar noch ein bisschen höher als die Hälfte, aber zu Ende waren sie noch nicht. Ja, und wo war er jetzt? Da nochmal der Max-Bögel.
Die E40 rast nur so vor sich hin. Ja, und da seht ihr's. Das ist der Turm, den ich meine. Das ist der LDST. Large Diameter Steel Tower. Großer Durchmesser Stahlturm. Ja, da seht ihr's. Das ist der LDST. Das war in Schöppingen, auf dem Schöppinger Berg da, ne? Da war auch mitunter eine EWT. Diese DW61. Hier seht ihr mal, wie windig es war. Ja? Die Drohne kommt schon kaum mehr hinterher. Seht ihr das? Also es war extremer Wind, auf jeden Fall. Es war extremer Wind, wie gesagt. Und ja, die Drohne kommt kaum mehr hinterher. Da sehen wir nochmal die Max-Bögel-Türme. Da der eine, den anderen haben wir gerade gesehen. Dahinter der Large Diameter Steel Tower, LDST-Turm. Ja, hier sehen wir die EWT, wie sie doch auf beinahe Volllast läuft. Da hinten sehen wir haufenweise E66 von Enercon. Sind das, glaube ich, ja, E66, ne? Das sind keine E58, das sind E66. Ja, ne, und da hinten sehen wir noch einen Windpark, was auch immer das für einer ist. Ja, keine Ahnung, so genau kenne ich mich in der Gegend nicht aus. Ja, auf jeden Fall, ne, da noch ein Windpark. Und da sehen wir auch nochmal die E141 EP4. Ja, da bin ich später gewesen, an einer der drei 141er. Ich glaube, an der ganz rechts, das war die, vor der ich stand. Ne? Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, ja, das muss die gewesen sein. Und dann sieht man weiter da. Irgendwo rüber sieht man noch, ja, noch ein paar Anlagen und so. Und ja, da gab es auch noch Enercon-Baustellen, der E82, einer, ja, hier, da seht ihr es. Zwei sind schon fertig, zwei müssen noch, ich glaube 108 Meter Narbenhöhe haben die. Das sind vier Enercon E82. Ja, da bin ich hinterher ja auch noch vorbeigekommen und habe ein kurzes Short gemacht, ne, um einmal zu zeigen, hier entstehen vier E82, E103 hätte ich interessanter gefunden, muss ich ehrlich sagen, aber es sind tatsächlich E82, da seht ihr es, zwei Türme sind noch nicht vollständig, zwei sind vollständig von vier, aber die anderen zwei, da seht ihr, die Komponenten liegen teilweise noch auf der Erde. Ja, da musste ich auf jeden Fall vorbei, um zu den E141ern zu gelangen. Ja, da seht ihr die E141, da längs, das sind sie. Da bin ich hingefahren. Ja, da fuhr ich mit dem Fahrrad dann hin und hab da dann noch ein Video gemacht, allerdings ohne die Drohne. Ihr seht ja jetzt hier bei der EWT, seht ihr ja jetzt, ne, bei der EWT seht ihr, wie gesagt, wie windig es ist, seht ihr das? Es ist extremer Wind da oben, die Drohne hatte schon Schwierigkeiten, ja, und bei der E141 habe ich sie dann aus Sicherheitsgründen einfach mal nicht steigen lassen. Naja, ne? Weil es war mir einfach zu gefährlich bei dem Wind. Hier bin ich bei der E141 EP4. Ja, da seht ihr sie. Was ein Monster auf Raketenturm. Und da hinten, seht ihr die da förmlich rast, die so richtig, richtig schnell ist? Das ist eine Enercon E30. Das ist keine E40, wie ich in dem Video gesagt habe. Das ist eine E30. Eine E30! Ja, die E30 E1. Ich meine, es gab von der E30 auch noch eine E2, oder was? Mit I-Form. Ja, es gab auch die E30 mit I-Form, so auch die E33, meine ich, gab es auch mit I-Form.
Aber auch die E30. Aber dieser hat keine Eiform. Aber ihr seht, die rast wie bescheuert. Und ich habe sie mit einer Enercon E40 verwechselt. Oh Mann. Ja, aber in Wahrheit ist es eine E30. Seht ihr ja, ne? Wenn ihr genau hinseht, ja, in der Tat, das ist eine E30. Das ist eindeutig zu sehen. Links davon steht eine Enercon E40 644. Na, die da so frei steht. Die E30 steht zwischen zwei Anlagen. Und rechts hinter den Bäumen, da ist auch noch eine E40 644. Aber diese da zwischen, die kleine da, zwischen den zwei großen Anlagen, das ist definitiv eine E30. Ja, das ist echt der Hammer. Hier bin ich vor der E141, EP4. 141 Meter Rotordurchmesser, 159 Meter Nabenhöhe, da seht ihr es, zwei von denen. Ja, also das war auch ein gigantischer Tag, ey, der dann echt mies enden musste. Das war nämlich die... Hier, die GE Cypress im Vergleich zur E40. Hier seht ihr das Ganze. Diese beiden zwei Anlagen da. Da seht ihr's. Das ist vielleicht ein Unterschied, hä? Ja, aber mega Unterschied. Die E40 644 gegen die GE 158 Cypress. Also ich meine, seht euch nur die Unterschiede an. Das ist doch echt, das ist doch grandios. Also, das ist Wahnsinn. Aber naja, ich wurde damals von diesem Privatgelände geworfen, aber im extrem strengen Ton. Also so streng hätte man mit mir gar nicht sein müssen, mal ganz im Ernst. Ja, ich war immerhin zum allerersten Mal da, ne? Und der Blödmann, dem das da angeblich gehört hat, der hat behauptet, ja nee, ich sei ja angeblich bestimmt nicht zum ersten Mal da und so. Und ich müsste ja, wenn ich hier aus dem Dorf komme, das doch wissen, dass da keiner draufgehen soll. Und dies und das und bla bla bla. Und ja, boah, der hat mit mir vielleicht geschimpft. Ey, was für ein Mistkerl war das, mal im Ernst. Also, das zahle ich dem heim. Aber wie, das verrate ich nicht. Das ist ja egal wie, aber... Das werde ich diesem Trottel noch heimzahlen. Also das wieder bemerken. Ich lasse mich doch nicht einfach so verscheuchen. Ich meine, was habe ich bitte falsch gemacht? Ist es falsch, sich Windräder anzugucken? Mal im Ernst. Ja, ne, und es war weder abgesperrt noch stand da ein Schild. Ich habe kein Schild gesehen, dass es angeblich privat sei. Ich habe wirklich kein Schild gesehen. Wirklich nicht. Ja, und dann meckert man mich an. Ist angeblich privat, ist klar. Ja, also dieser Blödmann wird, der wird noch sehen, was er davon hat. Ja, ne, also, ich lass mich doch nicht einfach so vertreiben. Ja, auf jeden Fall, jetzt habt ihr das gesehen, der Unterschied ist gewaltig. Wir gehen mal zum nächsten, sonst wird das Video nachher noch ein bisschen zu lang hier, ne? Na, dann war ich auch hier, ne? Anfang Juli. Da war es mächtiger Wind. Das war wirklich einer der windigsten Tage des Jahres. Bis jetzt im Dezember Sturmtief Zoltan kam, meine ich. War das einer der windigsten Tage des Jahres 2023? Ich sag ja nicht der windigste Tag, ich sag ja einer der windigsten, ne? Immer auf die Aussprache achten, Freunde. Ja, na, das war wirklich einer, wie gesagt, der windigsten Tage. Und ja, ihr seht ihr es, die Anlage konnte nicht stillstehen, obwohl sie ja vom Netz ist, hat sie sich gedreht, keine Ahnung wieso. Ein AN-Bonus ist das. Und 150, ja, 513, ja, Windrad-Hitzepol. Ja, da seht ihr es halt, ne? Dann war ich natürlich noch
Hier. Bei den E53 in Kramer. Ja, da war ich auch noch. Zum Ende hin hat plötzlich die eine plötzlich gestoppt. Da seht ihr, sie dreht sich noch ein bisschen. Ihr seht also, wie sie stoppt. Der Wind war viel zu schwach. Da seht ihr es. Ja, also da war wirklich nichts mehr zu holen, während die andere sich gedreht hat. In dem Moment drehte der Wind mal kurz um 180 Grad weg und war sehr schwach. Ja, in dem Moment hat die eine Anlage, die sich dann noch gedreht hat, also nicht diese, sondern die hintere, ihr wisst schon. Ne? Sondern ja, sondern die sich da noch gedreht hat, diese da, die hat sich dann mal rund 180 Grad gewendet, bevor sie kurz danach wieder 180 Grad gewendet hat, weil offenbar der Wind wieder aus einer anderen Richtung kam. Also der Wind wusste nicht mehr, wo er wehen soll. Na, diese da, die hat dann um rund 180 Grad gewendet, während die stillstand und sich gar nicht mehr drehte für einen Moment. Die hat aber auch irgendwann wieder gestartet, aber in dem Moment nicht. Ja, sieht man ja, ne? Krass, die E53. Ja, da, die meine ich. Die hat sich dann um, wie gesagt, 180 Grad gedreht. Ja. So, dann war ich ja noch bei der Kreuzfahrt, genau. Ne? Da seht man's. Ja, da ist die Rückfahrt. Ne? Da sieht man auch die Anlagen im Hamburger Hafen. Die da, finde ich, hat eine komische Turmstufe. Der Turm verjüngt sich da extrem, warum auch immer, was auch immer das für eine Turmbauart ist. Ist ein Nordex. Ja. Und ja, da sieht man nochmal Senvion gegen Anarchon. Da sieht man nochmal die Monster Cypress, die sich endlich gedreht hat. Bremen-Euten. Ne? Da sieht man nochmal, da sind wir gerade aus Langenwedel, kommen wir. Da an der Grenze steht diese Anbonus. Ja. Ne? Und von daher, ne. Da kommen wir gerade bei den Anarchon E160 vorbei. Ja. Die kann man da auch in der Tat sehen, wenn man richtig hinguckt. Ja, das da ist zum Beispiel eine rechts da. Das ist eine E160, meine ich. Ja, man sieht ja auch die vielen Regentropfen auf der Scheibe. Es hat kurz vorher noch ein bisschen geregnet gehabt. Ne? Deswegen wird das Bild leicht unscharf. Ne? Wegen der ganzen Regentropfen. Was für ein Blödsinn. Aber naja, die Kamera konnte nicht richtig fixieren. Aber man kann es deutlich sehen. Und zwar jetzt. Ja, das sind eindeutig Anarchon. Das sieht man. Mit dieser Monster-E-Gondel. Also, das geht ja mal gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was der Busfahrer sich dabei gedacht hat, dass er so einen etwas anderen Weg fährt als auf dem Hinweg. Wo wir auf dem Hinweg zur Color Magic waren, da ist er minimal anders gefahren als jetzt auf dem Rückweg. Also da habe ich auch gedacht, wieso müssen wir hier noch eine Ehrentour rumdrehen, aber egal, so konnte ich wenigstens mal die E160 sehen, die ersten in ganz Deutschland. So, ja, da sieht man's, das ist eindeutig eine E160 und mit dieser doofen E-Gondel da hinten dran. Ja, lustig fand ich das nicht. Ja, dann haben wir hier noch, oh Mann, ich habe hier so viel.
Ich glaube, ich kann euch nicht mal alles komplett zeigen. Ich muss euch wirklich nur so die Highlights erstmal zeigen. Die sind am wichtigsten. Ein Highlight war auch das hier. Diese. Die Ventes in Uchte. Im Hintergrund lest ihr schon, welcher Windpark da war. Rad, Bruchhagen, Nendorf, Menzinghausen mit 24 Anlagen. Ja. Und hier seht ihr die Ventes in Uchte. Da ist noch eine E53. Ja. Von daher. Und da seht ihr den Gigantor Windpark mit 14 E126 EP3. 14, das muss man sich mal vorstellen. Und 10 E82. Ja. Gleich 14 Mal haben sie die dahin gedonnert, die E126. Das waren mit die letzten, weil zu der Zeit hat Enercon die E126 EP3 aufgegeben. Das waren mit die letzten, die Enercon noch geliefert hat. Ja, 14 an der Zahl. Wahnsinn. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das vorher eigentlich hätten Enercon E 115 auf 149 Meter Narbenhöhe. Das hätten sie eigentlich werden sollen. Doch die 14 E115 EP3 E2 waren zu groß. Ja, die waren zu groß. Und deswegen hat man dann umgeplant, sogar der Turm wurde umgeplant und all das. Ja, die wurden nochmal umgenehmigt auf 14 E126 EP3 E3. Also ich hätte echt gedacht, die machen da wirklich eine E115 14 Mal hin. Das wäre doch so genial, das wäre doch so geil. 14 E115 wie im Windpark Bruckhausen, drei Stück davon, nur eben nicht die E1, sondern die E2 der E115. Also das wäre doch mal geil gewesen. Ja, leider ist es sie nicht geworden. Die war angeblich zu groß. Die Windräder dürfen eine Gesamthöhe von 200 Meter nicht überschreiten. Der Grund, ja, wer hätte's gedacht? Der Grund ist ganz einfach, das dämliche, blöde Militär. Die wollen, dass die Windräder unter 200 Metern, maximal 200 Metern bleiben. Also von daher, tja, was willst du machen? Ja, jetzt sind es halt 14 E126 EP3 geworden. Zu schade. Ich hätte gern die E115 gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, im Vergleich zur E82, aber pff. Warum hat man die E115 nicht einfach statt auf 149 Meter, nicht einfach auf 100, was weiß ich, 35 Meter oder was geplant? Dann wäre sie klein genug gewesen und dann hätte man sie auch bauen dürfen. Wieso musste man das Ganze auf E126 umstellen? Oh, ich glaube es echt nicht. Ja, ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Die E126 haben halt nur eine Narbenhöhe von 135 Meter aufgerundet. Und eine Narbenhöhe durch Fundamenterhöhung von rund 3 Meter Fundamenterhöhung oder was, kommen sie auch so auf 138 Meter. Wie die 2E82 von den 10 haben zwei auch 138 Meter Narbenhöhe, ja. Von daher echt schade, dass es 14 E126 wurden. Schade, schade, schade. Ja, dann war ich natürlich noch an Ostern habe ich zu Ostern rum habe ich die erste richtige Radtour gemacht dieses Jahr. Hier seht ihr es. Und ja. Man kann im Hintergrund schon sehen, da, rechts von der Südwind S70 seht ihr drei Anlagen.
Das sind zwei Südwind S46 und eine E53 von Enercon. Jetzt drehen sie sich beide. Achtet mal drauf. Beide S46 laufen. Ihr seht es, rechts in der Ecke. Es drehen sich wirklich beide. Wenn man genau hinschaut, sieht man es, dass sich beide drehen. Weil, als ich vorher da war, bei den S46, als ich vorher da war, das seht ihr hier, da haben sie sich beide nicht gedreht. Und als ich dann mit der Drohne oben war, ist die erste gestartet. Hier seht ihr es, im Hintergrund die E101, Molkereiweg Südhämmern, wenn man sie gesehen hat. Ja, da seht ihr es, da im Hintergrund die links, die Südwind links von den zwei S46, die linke, steht still. Und genau die hat sich erst bei der S70, die wir vorhin gesehen haben, eingeschaltet und gedreht. Also bei der hier. Da war ich bei dieser Anlage hier und ja, bei dieser S70 und da hat sich die im Hintergrund hat sich dann auch die zweite Südwind S46 da seht ihr sie, hat sich da aktiviert und hat sich gedreht. Seltsam. Schade, dachte ich, als ich das gesehen habe. Jetzt dreht sie sich doch. Und ich war vorhin noch da, wo sie stillstand. Na super. Aber egal. Immerhin hat sich ja dann eine gedreht von zweien, ne? Ja, von daher, na, ich würde mal sagen, das war schon so grob alles, ne? Von daher, aber das zeige ich euch noch. Ja, hier sehen wir, ne, da sehen wir bei Neuradjensdorf, da sehen wir die E147 EP5, die ist endlich fertig und dreht. Wir haben ja 6 davon, waren ja im Bau, ne, da im Windpark Steinheimer Becken da in der Nähe, Windpark Belle, genau. Im Windpark Belle waren ja, meine ich, 6 davon im Bau. Hier seht ihr sie jetzt mal fertig. Im 600-Abo-Special haben wir sie im Baustellenformat gesehen, wie ein Kran den Turm hochklettert. Hier sehen wir sie jetzt fertig und sie dreht sich. Das ist doch auch mal geil. Ja, im Hintergrund seht ihr noch lauter E66. Und ja, hier seht ihr auch noch mal, die Rotorblätter biegen sich schon, ne? Stand da gerade, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, da seht ihr auch nochmal die E101 mit ein paar entscheidenden Unterschieden zu den E101 im Windpark Niederheide. Da gab es auch noch ein Highlight. Und zwar die Zeitreise. Hier. Im September habe ich da mal eine im November sogar, okay. Im November habe ich da eine Zeitreise gemacht. Da konnte ich leider nicht mit der Drohne fliegen, weil es plötzlich leicht anfing zu regnen zum Ende hin. Deswegen konnte ich die Drohne nicht steigen lassen. Doof, aber wahr. Und ja, hier sehen wir es, ne? Hier sehen wir, wie die Anlagen im Bau war, ne? Wie sie sich im Bau befunden haben. Dann sehen wir sie fertig und ich habe erklärt, was da in Zukunft hin soll, nämlich Vestas V126 mit 137 Meter Nabenhöhe dreimal. Ja, sollte da eigentlich hin, ich glaube mit 3,3 Megawatt oder 3,6 irgendwie so. Die Enercon machen ja gerade mal 3,05. Ja, ne, von daher, und am Ende sieht man dann natürlich noch Teil 2 von dem Aufbau. Dieses Bild kommt euch garantiert bekannt vor, oder? Ja, von daher, da sieht man im Hintergrund bei dem Aufbau, im Hintergrund Anlage 1 ist das, da hat es so ein bisschen geregnet, im Hintergrund sieht man es, und ja, ne,
Da sieht man dann, dass die Rotorblätter gezogen wurden und. Ja, ne, also von daher, na, so ist das. Ne? So und nicht anders. Ja, ne, von daher, dann war ich auch noch in einem Sturmtief hier im Windpark Todenmann. Ne, das war auch am 2.7. Ja. Seht ihr? Guck mal, was die Gas geben, Alter. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, die sind echt schnell. Wirklich schnell. Ihr seht, meine Drohne, naja, der Gimbal kippt auf die Seite, wenn ich zur Seite fliege. Naja, ne? Seht ihr ja, ne? Da, ja. Sieht man richtig. Da gibt's auch, ja, genau, da gibt's auch diesen Moment, da sieht man mal beide Anlagen im Bilde. Na, da seht ihr sie alle zwei. Das ist der Windpark Todenmann an der Grenze zu Rinteln. Und ja, ne. Von daher, da sieht man den Raffelder Berg. Und da sieht man nochmal die zwei Senvion 3,2 M114 93 Meter Nabenhöhe. Und auch die Senvion MM92 und ganz rechts die Nordex N117 Gamma, die sich inzwischen wieder gedreht hat, weil sie ja an dem Tag kurz einmal stillstand. Ich glaube, weil sie Service bekam oder so. Das konnte ich aber nicht sehen, weil sich das hinter den Bäumen abgespielt hat. Ja, von daher, ne, ihr seht da halt mal die Anlagen, wie sie auf Volllast sind. Zwei Nordex N29. Nice. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal weiter. Was habe ich noch hier? Also, wo habe ich euch schon gezeigt? Windpark Höfen. Da war ich nämlich auch. Hier sehen wir die E115 auf 121 Meter Nabenhöhe oder was? Mit einer Fundamenterhöhung. Ich glaube, dann kommen sie auf 125 Meter Nabenhöhe oder was? Ja, durch die Fundamenterhöhung. Ja, ne, von daher, hier sehen wir das Ganze nochmal aus der Luft. Ja, da kann man nochmal sehen, Unterschied zwischen E40 und E115. Das ist geil, wirklich richtig nice ist das. Also, geiler geht's nicht. E115 versus E40. Guckt euch das mal an. Was für ein gigantischer Unterschied. Also, das ist Wahnsinn. Wirklich. Also, das kann man nicht anders sagen. Das ist Wahnsinn. Ja, ne, das seht ihr den Unterschied. Und ja, ne. Da waren sie endlich am Netz. Da sieht man die anderen, die sich teilweise gar nicht drehen und so. Und ja, ne. Hier gab es noch irgendwo, gab es hier auch noch einen kurzen Moment, wo sich die Gondel gedreht hat. Da, der Moment, in dem die Gondel die Richtung wechselt. Ihr seht rechts, rechts. Da seht ihr noch diesen roten Streifen hinter der Rotorscheibe, diese Scheibe von dem Generator, die sich da dreht, hinter der Rotornarbe. Ja, und jetzt achtet mal drauf, der Streifen verschwindet. Seht ihr das? Die Drohne steht still, merkt ihr das? Die Anlage dreht sich in eine andere Richtung. Seht ihr das? Ja, jetzt ist der Streifen weg. Ja. Jetzt steht sie wieder, jetzt hat sie die Richtung getauscht und jetzt kann sie hoffentlich wieder ordentlich Fahrt aufnehmen. Ja, und dem Wind denkbar viel Kraft entziehen. Ja, jetzt müsste sie wieder optimal im Wind stehen und da oben sieht man auch, ja, da oben sieht man es auch, die Windmessgeräte, da sieht man es, den Windmesser. Aus welcher Richtung der Wind kommt und wie stark er weht, wird damit gemessen. Heute sieht der Windmesser eben so aus. Ne? Und ja, ne?
Ich war ja auch noch bei den E40. Wo haben wir sie? Mindenhallen, nein. Ja, ich war ja auch noch bei den E40 Lohfürfen, ne? Und ich war auch in, naja, das ist in Ilserheide, ne? Die in Ilserheide, die Anlage ist das. Und ja, da seht ihr den Windmesser, wie er damals aufgebaut war. Da seht ihr es, ne? Ich habe da auch einen Moment lang den Windmesser gefilmt, damit ihr ihn auch mal genießen könnt, wenn ihr ihn genießen wollt. Ja, weil es den heute so nicht mehr gibt, ne? Ja. Von daher, ich weiß jetzt aber nicht, wo genau der Moment war, wo man das mal eben genießen konnte. Den Windmesser. Ja, da seht ihr den Windmesser. Der ist deutlich anders als heute. Und ja, ne, da seht ihr's, die Windfahne und ihr Anemometer. Ja, da könnt ihr das Ganze nochmal so ein bisschen genießen, wie der Windmesser da versucht, die Anlage immer im Wind zu halten. Da seht ihr's, da. Ist eigentlich ganz schön. Ne? So im Schneebesen-Optik. Ja, dann hatte ich ja noch im Windpark Höfen. Da hatte ich ja auch noch die E40. Was poltern die schon wieder über mir? Da hatte ich ja auch die E40 im Park Höfen, ne? Wo habe ich sie denn? Ja, okay, zeige ich euch also nicht. Na, na, hier war ich zum Beispiel auch an einem fertigen Fundament für eine Wensis. Und die seht ihr. Die seht ihr hier. Lohhofhöfen. Ah ja, da, die E40. Ja, da war ich an den E40. Ne, ich habe jetzt das Video wiedergefunden. Da war ich an den E40. Da seht ihr es. Ne, da könnt auch ihr nochmal den Windmesser auch hier nochmal genießen. An der E40. Da ist er. Ja, ihr könnt dann auch nochmal genießen. Und ja, ist doch eine schöne Sache, so in Schneebesenoptik, oder? Ja, deswegen habe ich euch den ja lange gezeigt, damit ihr den lange genug auch sehen könnt. Naja, da war ich ja am 10.8., genau. Da war ich am 10. August nochmal, ne? Ja. Ja, und hier seht ihr es. Da war ich an der Wensis 126, Windrad am Buhn, Porta Westfalica Mölbergen. Da wurde der Kran aufgebaut. Ja. Na, und da seht ihr auch schon erste Turmteile und so weiter und so fort. Hier war ich dann im November. Für November war das Wetter ziemlich gut. Die Sicht war besser, als ich sie mir hätte vorstellen können. Und dadurch hatte man wie auf einem Art Aussichtsturm, hatte man schon ziemlich weite Sicht. Da seht ihr die Wensis. Das ist das Windrad am Buhn. Porta Westfalica Mölbergen, da steht sie und das ist die, da seht ihr sie und ja, ne, von daher daran seht ihr, die steht, aber ans
Stromnetz ist er noch nicht genommen. Vielleicht ist er am Netz, sie ist aber noch ausgeschaltet. Keine Ahnung wieso, braucht er mich nicht fragen. Kenne ich mich nicht mit aus, was da gerade los ist. Fahre ich aber 2024 nochmal hin, so viel ist sicher. Wann, weiß ich aber nicht. Hoffentlich dreht sie sich dann. Ja, dann war ich in Ilsterheide. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Zeige ich es euch nochmal hier. Da seht ihr's. Die 31 Jahre alte Nordex, also das ist ja wohl der absolute Burner, der absolute Wahnsinn. 31 Jahre steht sie da und dreht sich immer noch. Ratet mal, wem die heute gehört. Richtige Antwort, Windrad Hannes, genau. Der YouTuber hat mir das geschrieben, dass er sich die wohl gekauft hat oder was. Ja, und dann kurz danach ging der Generator kaputt. Mist. Ja, jetzt steht die Anlage still in der Gegend rum, weil der Generator tot ist. Und jetzt wird sie wohl auch nicht mehr ans Netz genommen. Die wird jetzt wohl stillgelassen. Die ist jetzt wohl stillgelegt. Und ja, von daher, schade, aber was willst du machen? Ja, im Hintergrund die W 4200 war das, glaube ich. Habe ich mich auch wieder um eine Zahl vertan. Na, von daher, ja. No. So sieht's aus. Ja. Wie gesagt, so sieht's aus. Und, na. Dann war ich halt auch im Januar hier. Na, dann war ich halt auch im Januar oder wann hier. Da konnte man nur noch nicht großartig sehen. Es war auch viel, viel Wind. Da seht ihr's. Na, guck mal, wie schnell die E70 da drehen. Es war extremer Wind, wirklich. Und auch noch viel Regen dazu. Ja. Na, ich habe da wohl fast nur die E70 gezeigt, aber ich meine, ich habe auch einmal in die Richtung gezeigt, wo in Zukunft eine Nordex steht. Die steht ja inzwischen, ne? Das können wir sehen. Und zwar hier. Da steht sie und ist sogar teilweise schon ausgebolzt. Da sieht man. Da drehen sich die 6E70, da die Nordex steht da. Ja, das war das 800 Abo Special. Ja, da habe ich 800 Abonnenten erreicht gehabt und habe gedacht, dann zeige ich das einfach mal jetzt, wo es wieder trocken war. Ja, da habe ich das gezeigt und ja, nur von daher. Da seht ihr den Kran und die ganze Baufläche. Da seht ihr auch zwei Maschinenhäuser, warum auch immer. Wozu braucht eine Anlage zwei Maschinenhäuser? Das geht doch gar nicht. Aber irgendwie haben sie das zweite erstmal da gelagert. Ja, da konnte man Brockhausen sehen. Und was da alle drin steht, habe ich da nochmal hingeschrieben. In Zukunft soll Brockhausen nämlich auch nochmal ein bisschen erweitert werden. Ja, aber naja, aktuell stehen da neun Anlagen. Da sieht man nochmal den Turm der Nordex. Der Kran liegt auf der Erde, haben wir gerade gesehen. Und im Hintergrund Windpark Niederheide. Ja, von daher, ja, ne? Aber das absolute Highlight fand ich, das war. Das hier. Das war das absolute Highlight, wo Eis runterfiel. Ja, ich finde, das war eindeutig das absolute Highlight in dem ganzen Jahr.
Das war ja mal spektakulär. Jetzt Achtung. Nochmal. Jetzt. Seht ihr? Seht ihr da auf dem Rotorblatt? Da rutscht was ab. Seht ihr? Hinter der Schrift. Hinter der Schrift, wo steht, schon wieder fällt Eis runter. Dahinter. Seht ihr? Da. Da fällt es. Seht ihr? Ja, also das war doch wohl mal genial, oder? Also ich habe noch nie mich sowas zugetraut. Also das ist schon richtig gewaltig, ja. Was ich mir da zugetraut habe, das ist schon wow. Auf jeden Fall. Und ja, was hat euch denn so am besten gefallen dieses Jahr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das allerletzte war dann natürlich frohe Weihnachten euch. Das war so das letzte, wo der Weihnachtsmann mir wieder Aufgaben gestellt hat. Puh. Ich glaube, ich muss nochmal mit diesem Weihnachtsmann sprechen. Das geht ja gar nicht. Wieso stellt er mir immer Aufgaben? Eigentlich muss er doch Geschenke verteilen und nicht Aufgaben verteilen, oder? Also das muss ich nochmal mit dem absprechen. Was soll denn der Quatsch? Ja. Und daher jetzt erstmal noch restlich schöne Weihnachten, frohe Weihnachten noch den restlichen Tag, sofern ihr an dem Tag noch das Video seht. Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr, da kommt natürlich auch nochmal ein Video von mir mit Feuerwerkskörpern in Minecraft. Ne? Ja, ansonsten jetzt schon mal vorab ein schönes neues ja, guten Rutsch, aber rutscht nicht zu tief. Ja, ja, wir hören uns dann im neuen Jahr, wenn es heißt, herzlich willkommen 2024. Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. Vergisst nicht, mich zu abonnieren. Abonniert auch mich halt. Aktiviert die Abo-Glocke. Nicht verpassen, dass ihr die halt aktiviert und ja, lasst deinen Daumen nach oben da und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es heißt, herzlich willkommen 2024, aber noch ist 2023 und deshalb guten Rutsch vorab, wie gesagt, rutscht nicht zu tief und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!